Hans Kaiser, er lebte von 1891 bis 1964, war der Neubegründer der uralten Harmonik. Seine unmittelbaren Vorgänger und Lehrer Albert von Timus und Johannes Kepler, ganz zu schweigen von den Neuplatonikern und Pythagoreern, lebten und wirkten Jahrzehnte und Jahrhunderte vor ihm. Man hat sicherlich einen Wesenszug der Lehre Kaisers erfasst, wenn man darauf hinweist, dass nach seinem Dafürhalten die gesamte Welt, aber auch der Mensch und die menschlichen Schöpfungen nach einer bestimmten Ordnung aufgebaut sind. Und zwar ist es dasselbe Ordnungsprinzip, das die Welt des Himmels, der Erde, des Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Kristalle, der Baukunst und der anderen menschlichen Schöpfungen, so auch der Musik, durchdringt. Das also allem Seienden schlechthin zugrunde liegt. Das schon Pythagoras bekannte Lambdoma, ein die Form des griechischen Lambda aufweisendes Zahlensystem, Zahlengeflecht, ist es, das Kaiser zum Symbol dieses einen Weltordnungsprinzips erhebt. Dieses Prinzip findet seinerseits seine Urzelle in der Tonzahl. Die Tonzahl aber bedeutet für Kaiser einen objektiven, natürlich-physikalischen Tatbestand, nämlich die Frequenz an Schwingungen, das heißt eine bestimmte Anzahl von Schwingungen eines Körpers pro Sekunde. Die Tonzahl wird aber vom Menschen nicht nur denkerisch-mathematisch erfasst, sondern auch gehört. Als vom Menschen gehörte Zahl wird sie zum Ton. Der Obertonreihe kommt nach Kaiser als Aufbauform des Lambdoma besondere Bedeutung zu. Diese besteht nun aber nicht darin, dass diese Obertonreihe als Kraftquell wirkte, sondern darin, dass Kaiser ihr auf dem Wege der Entsprechung Weltgültigkeit verschafft. Kaiser interpretiert dabei das Weltgeschehen nicht als Folgewirkung der Obertonreihe oder von sonst etwas, die Kausalitätskategorie gelangt hier nicht zur Anwendung. Die Welt ist für Kaiser vielmehr durchwaltet, in ihren Teilen und als Ganzes, von ein und demselben Aufbauprinzip, dessen eigentlicher Wesenseingriff in der Obertonreihe erblickt werden muss. Im Lambdoma tritt nun zur Obertonreihe, quasi als deren Spiegelung an der Achse des Grundtones, die Untertonreihe gegenüber. In ihr sind die Rationen oder Teiltonzahlen umgekehrt und folglich werden in ihr die Phänomene der Obertonreihe in ihr eigenes Gegenteil verkehrt. Es entsteht das Gegenübereinander bedingender Klangpaare, zum Beispiel von Dur und Moll, welche sich aus derselben Tonzahl entlang der diagonalen Erzeugertonlinie entwickeln. Wir haben uns entschlossen, die kaiserschen Gedanken in meditative Klanglandschaften einzubetten, wobei jeder Satz dieser Time Music eine bestimmte Grundskala als Material verwendet. Auf der rhythmischen Ebene entspricht dem ein freier Umgang mit der Zeit. Konkretes Metrum zerfließt zum Rubato. Wir Harmoniker sind der Ansicht, dass es neben Historie und Tradition auch eine dauernde Urzeugung bestimmter Bildbegriffe im Altertum, Symbol und Mythos gibt, welche, wenn die Zeit dafür reif ist, aus den Gründen der menschlichen Seele immer wieder das Zeichen desselben Ursprungs tragend und nur im äußeren Habitus verschieden an die Oberfläche treten. Was also der Harmoniker hört, sind nicht Musikstücke, weder einfache noch kunstvolle. Der Harmoniker hört diese Ordnung, dieses ordnungshafte Gefügtsein der Welt, wozu auch die Seele des Menschen gehört. Er hört, wenn wir diese Weltordnung schon in den akustischen Bereich ziehen wollen, höchstens Akkorde. Das Lambda, unser harmonikales Grunddiagramm, hat seinen Namen von Iamblichus. Er berichtet, dass die Pythagoreer
ihr Wissen in Form eines griechischen Lambda aufzeichneten und entsprechend mit Rationen ausfüllten. Der Sinn erzeugt die Einheit. Die Einheit erzeugt die Zweiheit. Die Zweiheit erzeugt die Dreiheit. Die Dreiheit erzeugt alle Geschöpfe. Alle Geschöpfe haben im Rücken das Dunkle und umfassen das Lichte. Und der unendliche Lebensatem gibt ihnen Einklang. Der fundamentale Satz für die pythagoreische Prinzipienlehre lautet: Die Natur ward aber bei der Weltordnung aus Unbegrenztem und Begrenzendem harmonisch zusammengefügt. Der ganze Kosmos wird von den polaren Prinzipien des nach dem unendlich strebenden Grenzenlosen und des nach einer Grenze, einer Abgrenzung, Umgrenzung strebenden Begrenzenden durchdrungen. Gehen wir von irgendeinem Oberton nach unten, so gewinnen wir lauter Untertonreihen, die nach oben konvergieren. Gehen wir von irgendeinem Unterton nach oben, so gewinnen wir lauter Obertonreihen, die ins Grenzenlose, Unendliche divergieren. Dabei bleibt sich das Gesamtgefüge gleich. Das heißt, in jedem Seinswert, sei er materieller, seelischer oder geistiger Natur, sind implizite beide Prinzipien, beide Urgründe der Begrenzung und der ins Unendliche gehenden Entfaltung enthalten. Dies ist der eigentliche Sinn der pythagoreischen Prinzipienlehre.
Von der Biologie her gesehen gehört hierzu die Polarität der Sexualität. Bei Menschen, Mann und Weib. Diese ist im Lambda in der Polarität von Dur und Moll verankert. Diese beiden Phänomene sind kosmische Urprinzipien, wie das Lambda ausweist. Denn die beiden Vektoren der Ober- und Untertonreihen werden immer anfänglich reine Dur- und Moll-Akkorde enthalten. Also immer genau ausdrücken, was der Paarbegriff männlich-weiblich eigentlich meint. Einen den Kosmos durchdringenden Eros von der materiellen bis zur höchsten geistigen Region. Die beiden Polaritäten scheidet in der Tat nur ein Prinzip, nämlich die Richtung innerhalb des Diagramms. Dur und Moll sind die eigentlichen Aspekte des allgemeinen Weltdualismus oder der Weltpolarität. Fragt man sich nach dem Sinn der Dissonanzen, so kommen wir durch diesen harmonikal-musikalischen Begriff einer neuen Deutung auf die Spur. Die Dissonanz muss da sein, um die Konsonanzen, die Harmonien voller ertönen zu lassen. Sie sind das eigentlich vorantreibende Moment der Entwicklung. Der oberste harmonikale Wert ist sowohl mathematisch als auch tonal, streng gesetzmäßig aus dem Inhalt des Diagramms, lauter psychophysischen, sowohl draußen in der Natur als innen in unserer Seele existierenden Obertonreihen abgeleitet. Denn die Untertonreihen sind hier ja nichts anderes als ein Interpolationsergebnis der Obertonreihen, da sie aus lauter Tönen bestehen, welche die Obertonreihen in sich bergen. Ober- und Untertonreihen unterscheiden sich im Diagramm nur durch die Richtungsänderung. Beide stehen hier rechtwinklig auf bzw. zueinander, bestehen aber aus demselben Tonzahlmaterial. Merkwürdig und für die Harmonik einzigartig ist nun, dass das Lambda den mystischen Weg zur Gottheit und deren orthodoxen Weg zum persönlichen Gott enthält.
einfaches Urphänomen aufzunehmen, es in seiner hohen Bedeutung zu erkennen und damit zu wirken, erfordert einen produktiven Geist, der vieles zu übersehen vermag. Und ist eine seltene Gabe, die sich nur bei ganz vorzüglichen Naturen findet. Historische, philosophische oder metaphysische Konstruktion, sondern eine Konzeption. Die Kraft ihrer Idee von dem Hic et Nunc, also von der Gegebenheit der heutigen Natur und des heutigen Menschen ausgeht und versucht, diese Seinslage mit ihrer Idee zu durchtönen, zu durchleuchten, zu durchdenken. Infolgedessen geht jede aus einer Idee, aus dem Eidos geborene Konzeption, die gesamte Natur und den gesamten Menschen, nicht nur dessen Gehirn, an und muss von der gesamtmenschlichen Totalität des Denkens und Empfindens aus, an der Natur und am Ich bewahrheitet, mit ihnen erlebt und nicht nur mittels einer gläsernen Denkmaschinerie durchdacht werden. Dieses Erlebnis, welches das Tor zum geistigen Bezirk öffnet, ist aber nichts anderes als der platonische Eros. Und wir haben gerade in der Harmonik von der ersten Vibration des obersten Seinswertes aus eine ununterbrochene symbolische Sukzession dieses in steter Erregung befindlichen harmonikalen Urphänomens bis zu seiner obersten Verwirklichung der Liebe. Jede Konzeption gestaltet also Kraft ihrer Idee die gesamte Seinslage. Und eben dadurch, dass sie diese Gestaltung zu einer Ganzheit überwölbt, strahlt sie auch in die Vergangenheit und Zukunft aus. So ist jede Konzeption, sei es eine religiöse, eine künstlerische oder eine philosophische, immer ein Kunstwerk im höchsten Sinn. Das heißt, eine Antizipation des Göttlichen im Irdischen und Menschlichen. Wir bewegen uns in der Zeit. Diese Bewegung scheint immer schnell zu sein. Und je begabter, schöpferischer jemand ist, desto weniger können wir uns zufrieden geben. Umso wertvoller erscheint uns jeder Augenblick, den wir als Zeugen miterleben.
harmonikal besonders wichtig ist der Begriff des Logos. Im Griechischen bedeutet Logos ursprünglich einfach Wort. Aber im griechischen Sinne besteht Wort aus zwei Komponenten, Schall und Bedeutung, was man auch mit Wort und Gedanke ausdrücken kann. Beide sind nur zwei Seiten eines und desselben geistigen Aktes. Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. Und wenn ihn das Urphänomen in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden. Ein Höheres kann es ihm nicht gewähren, und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen. Hier ist die Grenze. Wie die Sonne durch sich leuchtet, so Wissen ohne Dinge auch. Alle Dinge sind nur Wissen, unsagbar dem Erweckten selbst. Die dunkle, überaus tiefe, ewige, reine Identität der Einheitsstätte, nach Kräften erkannt habend, verehren wir. Das unendliche Nicht-Etwas kann nur geschaut werden in seinem unsichtbaren, geistigen Dasein. Das endliche Etwas wird geschaut in seiner Begrenzung. Diese zwei Entgegengesetzten sind ihrer Urwesenheit nach eins, sind nur auf verschiedene Weise bezeichnet. Beide werden Tiefe genannt. Sie sind Tiefe, zwiefache Tiefe. Das ist die Pforte aller übersinnlichen Dinge. Der große Ton hat unhörbaren Laut. Das große Bild hat keine Form. Der Sinn in seiner Verborgenheit ist ohne Namen. Und doch ist gerade der Sinn gut im Spenden und Vollenden. Solange der Sinn
in seiner vorweltlichen Ewigkeit verharrt, gibt es keinen Namen. Sternnebel tragen das Gesetz der Spirale in sich. Spiralen aber erhalten wir in der Harmonik immer dann, wenn wir die Töne in Winkel, das heißt in Vektoren, Richtungen umwandeln. Jeder Schnitt des betreffenden Tonvektors mit seinem Kreis, der ihm zugehört, ist der Ort eines Tones. Da man nun Tonspiralen mit verschiedenen Steigungswinkeln und Indizes ansetzen kann, sind bei sehr großer Indizierung ungeheuer viele Tonpunkte, also Sterne, innerhalb der harmonikalen Spiralbündel möglich. Nimm an, da ist ein Mensch, der nach Westen schreitend den Blick gerade vor sich gerichtet hält. Zu seiner Linken loht ein Strom von Feuer, zu seiner Rechten fließt ein Strom von Wasser. Zwischen ihnen, schmal und sich hinziehend, ist eine weiße Pfadspur. So mächtig groß sind die beiden Ströme, dass ihre Tiefe nicht zu ergründen und ihre Ausdehnung nicht zu ermessen ist. Die ganze Breite des weißen Pfades beläuft sich auf 4 bis 5 Zoll. Unsterbliche Geist im Leibe, in Same, Rede, Atem, Auge, Ohr, Denken, der glühende, tönende und der im Raum im Herzen. Jeder dieser mikroskopischen Geister ist das Selbst, ist unsterblich, ist Brahman und ist das All. Ewige Wahrheiten aber sind Strahlen und Töne aus dem göttlichen Ungrund, hineingeboren in die Welt des Seins. An uns Menschen liegt es, diese ewigen Wahrheiten zu erforschen, zu erleben und sie als Geheimnis zu verehren, als Urphänomene, die wir nicht durchschauen, sondern deren Klänge unsere Seele beglücken und jene innere Harmonie und Ruhe vermitteln, die auf die Stille der Gottheit verweist. Whoa.
Niemals wird der ewige Geist geboren. Niemals stirbt er. Nicht ist geworden er, noch wird er werden. Der Ungeborene, Ewige, Alte. Nimmer wird er getötet, wenn den Leib man tötet. Der eine schauet ihn als wie ein Wunder. Der andere spricht von ihm als einem Wunder. Der dritte hört von ihm als einem Wunder. Doch hört er's auch, es kennet ihn doch keiner. Die Seele unverletzbar ist, ewig, in eines jeden Leib. Darum die Wesen allesamt darfst du betrauern nimmermehr. Gott sehen wir nicht, aber seine Engel können wir schauen, und ihr Singen, ihren Klang können wir hören, wenn wir uns zu jener geistigen Betrachtung erheben, wie sie die Akroasis vermittelt. In der unendlichen, finsteren Wüstenei des Weltenraumes und der beängstigenden Ewigkeit der Zeit hat der Schöpfer in Tonwirbeln kosmische Gebilde entstehen lassen. Sternnebel mit Milliarden und Abermilliarden von Sonnen. Diese Nebel und Sonnen, winzige Gebilde wiederum nur angesichts der Unendlichkeit des Raumes, der Ewigkeit der Zeit, sind für uns dennoch in ihren himmlischen Gestalten die obersten und höchsten Vertreter vor Gottes Thron. Jeder Sonne, jedem Planeten und Himmelskörper ordneten die alten Weisen einen Engel als Wächter und Stellvertreter des Höchsten bei. Und wenn unsere materiellen heutigen Ohren ihren Gesang, ihre Harmonie nicht mehr vernehmen, so gibt es aufgrund der Akroasis eine geistige Betrachtung, mittels welcher wir die kosmische Partitur wieder aufzuzeichnen und auf unsere Seele wirken zu lassen vermögen. Rückkehr ist die Bewegung des Sinnes. Schwachheit ist die Äußerungsart des Sinnes. Alle Dinge der Welt entstehen im Sein. Das Sein entsteht im Nichtsein. Seelen folgen ihren eigenen Gesetzen, die in einer bestimmten Entwicklung ihrer Vorstellungen gemäß dem Guten und Bösen bestehen, während die Körper ihrerseits ebenfalls den ihrigen, nämlich den Regeln der Bewegung, folgen. Trotzdem treffen diese beiden Wesenheiten von gänzlich verschiedener Art zusammen und entsprechen einander wie zwei Uhren, die vollkommen in derselben Weise reguliert worden sind, wenngleich sie vielleicht von verschiedenem Bau sind.
Eben dies aber nenne ich die prästabilierte Harmonie. Wenn es so ist, dass all unsere Erkenntnis auf unsere Sinneserfahrung zurückgeht, so gilt dies in vollem Maße für die Harmonik. Nur tritt hier zum Messen und Zählen, zum Sehen, zum Denken noch das Hören hinzu. Und zwar das Hören als Erkenntnisquelle. Letzteres bereitet denen die Hauptschwierigkeit, für die das Hören, das Ohr als Sinn, nur als Organ für den täglichen Bedarf oder für die Sprache und Musik vorhanden zu sein scheint. Aus diesem Grunde hören wir auch so oft den Einwand, man müsse die harmonikalen Voraussetzungen einfach glauben, wenn man unsere Lehre annehmen und ihr folgen wolle. Aber die Harmonik kommt nicht vom Glauben zum Wissen, sondern vom Wissen zum Glauben und zur Gewissheit. Nur ist noch eines dabei, die Überwölbung des harmonikalen Gebäudes durch eine zentrale Idee, nämlich die Idee der Akroasis, des Zusammenklanges der Welt. Die Wissenschaft kann nur von denen aufgebaut werden, die durch und durch von dem Streben nach Wahrheit und Erkenntnis erfüllt sind. Die Quelle dieser Gesinnung entspringt aber auf religiösem Gebiet. Die Tatsache selbst, dass die Gesamtheit unserer Sinneserfahrungen durch das Denken in eine Ordnung gebracht werden kann, diese Tatsache erfüllt uns mit Ehrfurcht. Aber wir werden sie niemals begreifen. Man kann sagen, das ewige Geheimnis der Welt ist ihre Begreifbarkeit. Der Schöpfungshymnus des Rigveda. Damals war nicht das Nichtsein noch das Sein. Kein Luftraum war, kein Himmel drüber her.
Wer hielt in Hut die Welt? Wer schloss sie ein? Wo war der tiefe Abgrund? Wo das Meer? Nicht Tod war damals, noch Unsterblichkeit. Nicht war die Nacht, der Tag nicht offenbar. Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit, das eine, außerdem kein anderes war. Die ganze Welt bedeckt. Ein Ozean ohne Licht, in Nacht verloren. Da ward, was in der Schale ward versteckt, das eine durch der Glutpein Kraft geboren. Aus diesem ging hervor, zuerst entstanden als der Erkenntnis Samenkeim, die Liebe. Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden die Weisen forschend in des Herzens Triebe. Hindurch sie ihre Messschnur legten, was war da unterhalb und was war oben? Keimträger waren Kräfte, die sich regten, Selbstsetzung drunten, Angespanntheit droben. Wem ist auszuforschen es gelungen? Wer hat, woher die Schöpfung stammt, vernommen? Die Götter sind diesseits von ihr entsprungen. Wer sagt es also, wo sie hergekommen? Der die Schöpfung hat hervorgebracht, der auf sie schaut im höchsten Himmelslicht, der sie gemacht hat oder nicht gemacht, der weiß es. Oder weiß auch er es nicht? Thank you.
Wann nun aufgehet die himmlische Musika der Engel, so gehet in der himmlischen Pomp, in dem göttlichen Saliter auf, allerlei Gewächse, allerlei Figuren, allerlei Farben. Denn die Gottheit zeiget sich in unendlich und in unerforschlicherlei Art, Farben, Formen und Freuden. Was ist Form? Die Koinzidenz von Zahl und Ton und die daraus entspringenden Hörbilder geben zum Mindesten von der Harmonik aus neue Aufschlüsse über das Formproblem. Und zwar deswegen, weil die Tonproportionen von unserer Seele spontan beurteilt werden können. Und es meine Überzeugung ist, dass jede Form einen seelischen Gehalt als das eigentlich konstituierende Moment in sich trägt. Natürlich können wir alle Formen messen und mathematisch irgendwie formulieren. Aber das eigentliche Geheimnis der Form ist rein zahlenmäßig nie erklärbar und noch weniger deutbar. Wenn ich aber einen Erkenntnisweg finde, der die äußere Form der Naturerscheinungen auf seelische Ganzheitsformen in mir zurückführt, dann ist das etwas anderes und erweitert unser Erkenntnisbemühen in einer vordem nicht gekannten Weise. Dann ist das Geheimnis der Form eine Form des Geheimnisses unserer Seele. Sturm der Horen. Tönend wird für Geistesohren schon der neue Tag geboren. Felsentore knarren rasselnd, Phöbusräder rollen prasselnd. Welch Getöse bringt das Licht? Es trometet, es posaunet, Auge blinzt, und Ohr erstaunet. Unerhörtes hört sich nicht. Im harmonikalen Diagramm tritt jedoch neben die Logik des Verstandes die seelische Empfindung. Und zwar nicht sukzessiv, sondern simultan. Die Sukzession, die wir sonst in der üblichen symbolischen Betrachtung haben, also etwa die Symbolisierung einer Welle mit dem polaren Auf und Ab seelischer Empfindungen, ist in den harmonikalen Urphänomenen bereits spontan, simultan, von vornherein gleichzeitig und gleichräumlich enthalten. Beide Momente zentrieren sich aber im Naturgesetz der Obertonreihe oder anderer akustischer Gesetze, welche wir zugleich als seelische Formen in uns tragen. Diese doppelte Realisierung und Fundamentierung, diese Verankerung der harmonikalen Diagramme im Naturhaften und im Seelischen, diese doppelte Bewahrheitung erlaubt uns, ihren Aussagen von psychophysischen Wirklichkeiten ganz besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Denn hier geht es nicht nur um einen bloßen Formalismus, sondern um Realitäten höchsten Grades. Thank you.
Wie von der Sonne gehen viel Strahlen erdenwärts, so geht von Gott ein Strahl in jedes Dinges Herz. An diesem Strahle hängt das Ding mit Gott zusammen, und jedes fühlet sich dadurch von Gott entstammen. Von Ding zu Dinge geht seitwärts kein solcher Strahl, nur viel verworrene Streiflichter allzumal. An diesen Lichtern kannst du nie das Ding erkennen, die dunkle Scheidewand wird stets von ihm dich trennen. An deinem Strahl vielmehr musst du zu Gott aufsteigen, und in das Ding hinab, an seinem Strahl, dich neigen. Dann siehst du das Ding, wie's ist, nicht wie es scheint. Wenn du es siehst, mit dir selbst, in Gott vereint. Tja, das war also Time Music, ein Trio für Klavier, Klarinette und Sprecherin von und mit Chris Beyer, Norbert Nagel und Birgitta Assheuer. Wie kommt eigentlich der Titel Time Music zustande? Es war ja ein Teil der Radiotage gewesen, wo wir das Stück aufgeführt haben, bei denen im Wesentlichen vom Zeitdruck die Rede war, dem Journalisten etwa ausgesetzt sind. Diese Musik, die wir gehört haben, hat ja nun genau das Gegenteil von Zeitdruck erzeugt, sondern es hatte Zeitdehnung, könnte man sagen. Das war sicherlich Absicht. Gibt es so etwas wie ein Prinzip der Langsamkeit in der Musik? Ist das etwas, was wichtig ist, diese Langsamkeit, jetzt in einer Zeit, die wir jetzt haben, die so schnelllebig ist, diesen Beatrhythmen hat?
Ich denke auf jeden Fall. Ich denke, dass die heutige Zeit so viel harte Rhythmen produziert, auf allen Ebenen, besonders im kommunikativen Sektor, die überfüllten Straßen, die viel leistungsfähigeren schnellen Autos und die ganzen Phänomene, die uns alle in einen Zeitstress hineinzwingen. Und im Gegensatz dazu kann die Musik sich den Luxus gönnen, Zeit zu dehnen, sich auf Zeit sozusagen unrhythmisch einzulassen. Wir haben jetzt hier natürlich auch immer wieder aufkommende Rhythmen gehabt in dieser Time Music, aber die sind sehr schnell wieder zerflossen, in Rubato-ähnliche Zustände übergegangen, was natürlich auch ganz stark mit der Qualität dieser Texte zu tun hat. Die Musik sollte ja diese Texte einbetten, nicht illustrieren, sondern einbetten und auch tragen und ihnen Luft zum Wirken geben. Und deswegen war es für mich ganz klar, dass diese Musik also keine pulsierende Time haben darf, sondern eine fließende, ruhige, stehenbleibende, keine Rhythmik, zerfließende, keine, ja. Norbert Nagel spielt ja auch Saxophon. Warum haben Sie sich nun für die Klarinette bei ihm entschieden? Mir war es wichtig, die Musik an diesem Abend so minimalistisch wie möglich zu halten. Und ich fand den Klang der Klarinette für diesen Zweck authentischer. Der ist einfach ursprünglicher. Das Saxophon ist ein technisches Instrument. Ein moderneres Instrument. Ein Instrument, was knapp 100 Jahre gut oder knapp, ja, knapp 100 Jahre alt ist. Und die Klarinette ist einfach ein viel archaischeres Instrument. Und auch die Art, wie er gespielt hat, wir haben das auch vorweg besprochen, also er hat auch versucht, mit der Klarinette ganz archaische Anblastechniken zu verwenden. Er hat die Töne zum Teil im Vierteltonbereich nach oben gepitcht während des Spielens und er hat also Dinge getan, die man bei einer klassischen Aufnahme niemals tun dürfte. Und das war also der Grund, so archaisch und so einfach wie möglich es zu halten. Gerade dieses Stichwort Archaik, das bringt mich doch nochmal zu den Texten. Sie sind ja entnommen einem Werk, auf das Sie irgendwann mal gekommen sind. Der Name ist vorhin schon gefallen, Hans Kaiser, der ja sehr stark die Texte aus der Antike holt und den Mythen, nicht nur den europäischen, sondern auch den indischen etwa, Upanishaden, und dort furchtbar viel entdeckt, was seiner, sag es Mathematik, pythagoreischen Mathematik und Orientierung entgegenkommt. Ja, ich habe mich Anfang der 80er Jahre sehr stark mit Obertonphänomenen beschäftigt, weil mich die Konsequenzen der Obertonreihe für die Harmonik sehr stark interessiert haben und immer noch interessieren. Und ich habe damals mit einem lieben Kollegen und Freund aus Österreich, dem Bassisten und auch Dozenten Adelhard Reudinger, viel zu tun gehabt, der auch ein äußerst beachtenswertes Buch über Pentatonik und ihre Entsprechungen in der Natur geschrieben hat. Und er hat mich seinerzeit auf Hans Kaiser gebracht und hat gesagt, wenn dich das interessiert, dann beschäftige dich mit dem Oeuvre von Hans Kaiser. Und so kam ich eben zu Orphikon und auch zu anderen Kaiserschriften. Nun tritt da ein Begriff auf, der sicherlich ungewöhnlich ist. Also Lambda kennt man als feste Zahl, aber Lambdoma taucht bei Kaiser auf. Was hat man darunter eigentlich zu verstehen? Also unter dem Lambdoma hat man dieses pythagoreische Zahlenraster zu verstehen, das eigentlich ganz einfach erklärt ist. Wie jeder vielleicht noch aus dem Schulunterricht.